Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Imbalanced Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im März 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Schütze bitte, was kommt im März 2024 auf Schütze zu, bitte? Page der Kelche. Lernst jemanden kennen? Ja. Oh, warte mal. Oh, hast du deine Frühlingslegung angesehen? Hast du deine Frühlingslegung gesehen? Ja. Es fängt im März an. Du bist jetzt hergekommen, hattest jemanden im Sinn, gell? Und jetzt, das ist diese zweite Person. Ja, schau dir deine Frühlingslegung an, die ist gestern rausgekommen. Schau dir mal deine Frühlingslegung an hier. Jawohl, hier haben wir sie, die zweite Option. Lernst jemanden kennen im März? Dieser Mensch wird dir, Schütze, von Anfang an unglaublich sympathisch sein. Okay, ist ein sehr lustiger Mensch, bringt dich zum Lachen, hat sehr viele überraschende Seiten an sich, ja. Hier bei Page der Kelche sehe ich, dass das eine Person ist, die man nie in eine wirklich in eine Schublade stecken kann, ja. Schaust diesen Menschen an, fragst nach dem Beruf, denkst dir so, okay, ist so ein Büromensch, und dann im nächsten Moment hörst du, dass er sie am Wochenende noch als DJ auflegt, okay, und dann denkst du, okay, ist ein Büromensch mit einer DJ-Seite, okay, gut. Und dann, oder einen Monat später, ja, ruft dieser Mensch aus Indonesien an und erzählt, dass er sie da irgendwelche Bäche säubert, von Abfällen säubert, weil wir die Ozeane reinigen müssen. Und dann oder man kann diesen Menschen nicht wirklich in eine Schublade stecken, hat hier ganz viele Facetten an sich, die man so nicht einschätzen könnte, ja. Also wenn du dir jetzt ein Bild davon gemacht hast, was das für ein Mensch ist, kommt dann dieser Mensch nächste Woche mit einem Pulli gestrickt von der Großmutter. Schon wieder, sprengt immer wieder, ist ein Typ Mensch, der immer wieder so die Vorstellungen der Menschen sprengt, ja, also wisst ihr, welche Menschen man nicht in eine Schublade stecken kann? Jene, die sich nicht in eine Schublade stecken. Das, oder wenn du selbstbewusst bist, wenn du sagst, ich bin, wie ich bin, heute trage ich ein Pulli von Omi und nächste Woche bin ich in Indonesien am Bäche säubern, ja, und dann komme ich zurück und mache mal all diese Steuerprüfungen bei diesen Unternehmen, ja, dann ist, oder man muss sich ja selbst nicht in eine Schublade hineinstecken, ja, und wenn man so drauf ist, dann eben können auch andere einen nicht in eine Schublade hineinstecken, und so tickt auch dieser Mensch, hat sehr viele überraschende Seiten an sich, und ich glaube, dass du, das ist auch interessant, ich glaube, dass du diesen Page der Kelche in einer sehr langweiligen Situation kennenlernen wirst. Also du wirst dir dann rückblickend, wirst du dir denken, Kopf, oder dass man einen solchen Menschen in einer solch langweiligen Situation kennenlernt? Total langweilig. Gar nicht spektakulär. Gar nicht spektakulär. Okay. Ja. Du bist hier sofort interessiert. Ja. Es gibt hier, das hier ist die eine Geschichte in deinem Gefühlsleben. Es gibt hier noch eine andere Geschichte. Das ist die, an die du gedacht hast. Da musst du die Frühlingslegung ansehen. Ja, es gibt hier noch eine vorhandene Person. Da geht es, oder man sieht es auch in der Frühlingslegung. Es geht hier mit einer anderen Person Bach ab und gleichzeitig lernst du diesen Menschen hier kennen. Und weil dieser Mensch hier so positiv ist, ja, und auch mit diesem Hellblau hier, so klar in ihrer Ausdrucksweise in Bezug auf ihre Absichten, dass du hier sofort, ja, die Möglichkeit siehst, deine Zukunft mit diesem Menschen aufzubauen, anstatt mit der anderen, die du im Sinne hattest, als du hierher gekommen bist. Page der Münzen hier, ihr werdet hier, jawohl, Zeit miteinander verbringen. Ja. Ihr werdet hier Zeit miteinander verbringen, da steht ein Date an, da steht eine Fortsetzung des Kennenlernens im März an.
hier, zwei der Stäbe. Wirst hier schon im März Zukunftspläne machen können. Ja, geht sehr schnell. Geht sehr schnell. Okay. Machst du schon im März, hast du hier oder ein klares Bild von diesem Menschen. Dieses Hellblau hier steht für klare Kommunikation. Und also, dieser Mensch zeigt hier von Anfang an so klar, was er sie hier mit dir beabsichtigt, dass du hier sehr schnell sagen kannst, ob das für dich passt oder nicht. Jawohl, es passt für dich, ja. Wir haben hier diese sonnige Umgebung und dann geht es hier um diese zwei der Stäbe, ja. Wie mache ich das jetzt? Wie fahre ich jetzt fort? Wie gestalte ich meine kommenden Wochen? Wie gestalte ich mein Leben? Wie gestalte ich meine nächsten Ferien? Ja, das sind dann diese ganz konkreten Fragen, die du dir hier stellen wirst. Okay. Hier, Todeskarte. Den anderen da vergisst du. Wen auch immer du hier im Sinne hattest, gut, dieser Mensch vergisst dich nicht so einfach. Wen auch immer du hier im Sinne hattest, als du hierher gekommen bist, diesen Menschen... Oh, pff, sag doch was, Schütze. Stürzt ja hier ab. Wen auch immer du hier, als du jetzt hier eingeschaltet hast, im Sinne hattest, diesen Menschen vergisst du hier. Das ist der Moment, wo du Schokobanane siehst und vergisst, dass du eigentlich Eiscreme essen wolltest. Ja, sicher, gehst in die Stadt, hast Lust auf Spaghetti Bolognese, ja, läufst da rum und dann siehst du dort Lasagne, ja, gell? Und dann, boah, holst du dir Lasagne, vergisst, dass du überhaupt Spaghetti wolltest. Das ist die Todeskarte. Ja? Du, oh, das ist, ich sage immer, das ist, wenn du vergisst, dass du vergisst. Ach, der Schwerter, wenn auch immer du hier im Sinne hattest, als du hierher gekommen bist, dieser Mensch wird hier sehr schockiert reagieren, ja, darauf, dass du hier einfach kehrt machst und hier dich mit jemand anderem hier verbindest und ihn, sie sozusagen einfach so liegen lässt. Ja. Hier kommt auch noch Action. Es gibt hier Early Bird Rabatt, der frühe Vogel fängt den Wurm. 3 Stunden lang nach Publikation dieses Videos, 3 Stunden lang hast du 50% Rabatt auf die Fortsetzung. Danach gilt dann der normale Preis. Okay? Muss nichts eingeben, wird im Warenkorb abgezogen. Auf der Produktseite siehst du es nicht. Also wenn du da jetzt drauf gehst innerhalb von 3 Stunden und siehst, nee, da ist der volle Preis, dann musst du weiter. Du musst weiter es zum Warenkorb hinzufügen. Im Warenkorb siehst du es dann, ja? Nach 3 Stunden siehst du es sowieso nicht mehr. Dann gilt der Code nicht mehr. Okay? Muss nichts eingeben, ist automatisch. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft, Schütze. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber hier vor dir versteckt. Ich frage das auch in Bezug auf diese Person. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich fragen, wann dieser Kontakt stattfinden wird und hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Ja, das sind Zeitkarten, die werden uns dann Antworten geben, Zeitangaben machen. Okay, den Link zur Fortsetzung, Schütze, findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.